Ja, jetzt kommt wohl mein spätestes Live-Video, was ich hier gemacht habe, obwohl bin ich mir nicht sicher. Ja, ich war ja auf der Veranstaltung, bin jetzt zu Hause angekommen und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte ja gesagt, ich war um, weiß nicht, 9:30, glaube ich, da und dann war ja um 10 das Gespräch angesetzt und danach bin ich auch wieder gefahren. Ja, ich stehe nicht so auf solche Veranstaltungen, aber ja, es war sehr nett, dass ich eingeladen war und auch vielen Dank, aber das ist für mich so eine andere Welt. Und was aber gut war nach der Veranstaltung, hat mich direkt eine Professorin angesprochen aus der Uni in Bonn. Ich habe ja auch in Bonn studiert. Sie ist jetzt, glaube ich, in Pension. Aber die haben auch was vor. Ich sage, das ist ja ein Riesennetzwerk, was wir brauchen, um das Ahrtal wieder in Ordnung zu bringen. Und zwar, um landwirtschaftliche Böden wieder in Ordnung zu bringen. Also das heißt, kontaminierte Böden wieder herzustellen. Und sie hat da ein wissenschaftliches Netzwerk und will da auf jeden Fall mitmachen und will ihr Wissen und ihr Fachwissen damit einbringen. Und das sind so die Gründe, weshalb man eigentlich auf so Veranstaltungen geht. Das wusste ich natürlich vorher, dass man eben Leute kennenlernt und eben auch sowas dann hier ans Laufen bringen kann. Und ich finde das einfach super. Das wird offiziell auch benannt. Wir treffen uns nochmal und dann kann man den Stein auch ins Rollen bringen, wobei das schon der Timo, glaube ich, über Pack an, er ist schon mit dem Gespräch, aber das kann man ja gemeinsam machen. Wie gesagt, ich war auch in Bonn, finde ich einfach super. Also solche Veranstaltungen sind dafür da, um andere Menschen kennenzulernen, die vielleicht dann auch wieder helfen können. Das wäre jetzt meine Intention gewesen. Aber das Bühnenbild, als ich hinkam, das war ein Varieté, ja, Bild. Und ja, da waren dann eben zwei Wohnwagen und das ist immer für mich so ein bisschen schwierig. Auch wenn du an einem durch ein Dorf fährst, wo gerade Sperrmüll ist, dann kommen bei dir auch wieder Bilder hoch. Aber da können die ja nichts für. Also das war einfach für mich da die Situation, du kommst da rein und siehst so einen Wohnwagen. Dann, das waren keine kompletten Wohnwagen, glaube ich, ja, worauf dann eben die Kunststücke zum Teil gemacht wurden. Und fürs Bühnenbild war das einfach. Ja. Das war so mein erster Eindruck, aber ansonsten alles mit Sicherheit super für die Leute, die jetzt den ganzen Abend da verbracht haben. Und nochmal vielen Dank für die Einladung. Und der Grund, sowas zu besuchen, ist einfach, Leute kennenzulernen. Und ich kann das mal kurz einblenden. Das ist jetzt seitenverkehrt, glaube ich. Aber da werden wir auf jeden Fall dranbleiben und es war ein gutes Gespräch. Ja, Wilhelm war in Bonn. Da war heute, glaube ich, von der Bild-Zeitung aus, so eine Art Stammtisch oder sowas Thema. Nicht in Bonn, der war in Bad Neuenahr-Ahrweiler irgendwo. Die Bild-Zeitung hatte eingeladen, ich war auch eingeladen. Wir haben dann gesagt, ich gehe hierhin, er geht nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und da war es wohl auch richtig gut, was Wilhelm sagte. Und die waren wirklich geschockt, meinte er, nachdem die Leute da alle erzählt haben, was da wirklich passiert ist. Und ja, die Bild-Zeitung will sich der Sache jetzt annehmen und das wird wohl deutschlandweit auch aufs Titelblatt kommen. Ich denke, in der Hinsicht war es ein guter Abend und hier, wo ich jetzt war, sind natürlich auch Spenden generiert worden. Es sind Lose verkauft worden, was ich mitgekriegt habe. Ich habe das den Anfang ja nicht mitbekommen und da ist auch mächtig viel Geld zusammengekommen. Also, das war jetzt keine Zusammenkunft, um sich hier zu feiern und lecker zu essen im feinen Zwirn. Mit Sicherheit nicht. Sondern Grund und Zweck der ganzen Geschichte ist natürlich, dem Ahrtal zu helfen, den Menschen zu helfen. Ja, Edith war auch auf der Bühne, die hat sehr gut gesprochen. Den letzten Teil, den sie gesagt hatte, fand ich einfach genial. Hört es euch an und ganz tolle Frau. Wie heißt der? Timo, glaube ich, war auch mit auf der Bühne, ja, und ich. Und ja, es war ein kurzer Abriss von allem. Und ich verabschiede mich jetzt. Wird ein anstrengender Tag morgen. Morgen geht es richtig rund in Bad Bodendorf. Und ich werde aber erstmal hier sein. Die Maschinen sind besetzt. Ich glaube, von der Erdkarrenzahl sind wir noch nicht komplett, aber vielleicht ergibt sich da morgen früh direkt was. Ich sag mal, Bild, die nimmt doch keiner ernst. Ja, mag sein, aber ich glaube, die Bild hat eine Macht, die wissen wir fast alle nicht. Also das sagen mir viele Reporter, die da sind. Und wenn die Bild anfängt, irgendwas zu machen, dann richten sich alle anderen danach. Ist mir auch völlig Pumpe. Ich sag mal, gute Nacht. Ich fahre jetzt in den Hof und dann geht's ab in die Kiste. Tschüss.